meldet sich nun ein Mann zu Wort, der beide Männer kannte. Tourguide Taskeran ist Arzt und Obmann von Ostbahn 11, Karamans letzter Trainerstation. Im Gespräch mit Philipp Strobel erzählt er, wie es zur Tat gekommen ist. Es ist ein großer Verlust. Jemand, der wirklich die Leute versteht und auch zuhören konnte. Ich glaube, seinen Platz kann man nicht füllen. Es wird ein großes Loch sein für uns alle. Trauer und Fassungslosigkeit bestimmen zurzeit das Innenleben von Tourguide Taskeran. Mit Volkan Karaman habe er einen engen Freund, einen Bruder verloren. Gemeinsam seien sie politisch aktiv gewesen. Und auch den Fußballverein Ostbahn 11 hatten sie bis 2022 zusammengeführt. Mit dem Täter verband ihn ebenfalls eine Freundschaft. Dieser, so Taskeran, sei kurz vor der Scheidung gestanden. Und da gab es Probleme und Volkan hat versucht, da zu intervenieren und auch auf beiden Seiten zu helfen, weil er war auch mit beiden befreundet, mit der Frau von mit selbst. Und hat auch psychische Probleme gehabt, hat auch Therapie und so bekommen. Vor einigen Wochen konfrontierte der 46-jährige spätere Täter Karaman mit dem Vorwurf, dieser habe eine Affäre mit seiner Frau. Das sei aber laut Taskeran nicht wahr gewesen. Karaman habe seinen Freunden in dieser schwierigen Zeit einfach nur helfen wollen. Heute wollte Taskeran mit ihm in das Erdbebengebiet in der Türkei reisen. Und bevor er halt wieder in die Türkei fliegt, wollte anscheinend eine Aussprache und hat ihm gesagt, dass sie sich treffen sollen im Café im 11. Bezirk. Das war eigentlich das Stammlokal, wo wir uns auch oft getroffen haben. Während dem Gespräch in dem Lokal soll es zu keinen Streitigkeiten gekommen sein. Sie haben dann draußen eine Zigarette geraucht und Volkan ist dann Richtung sein Auto gegangen und anscheinend ist dann von hinten hinter ihm und hat ihm dann Was bleibt, sind Trauer und Fassungslosigkeit. Derzeit ist sie ein großes Loch, zumindest hinter dem Rathaus, die Zweierlinie, eine der großen Baustellen.